mit uns hier auf dem Kanal Sell Glory. Das ist wieder mal mein Mobiliar, nein, Yvonne Di Lauro. Meine Begleitung, Yvonne Di Lauro ist wieder am Start. Heute geht es um den allerersten Tag, den wir zusammen starten. Heute haben wir die Crazy Tan zu dem Thema verrückte Trennungsgründe. Genau, ne? Und wir haben uns schon richtig kaputt gelacht, weil wir die kuriosesten, dubiosesten Ideen rausgesucht haben, die wir euch natürlich vorstellen wollen. Die ersten fünf werdet ihr hier auf dem Kanal sehen und danach natürlich den zweiten Teil bei Yvonne auf dem Kanal. Ich werde ihren Kanalnamen unten in die Infobox klicken. Und wir haben auch in diesem Video eine Frage, Videofrage für euch auf jeden Fall. Was sind denn, was wären denn für euch Gründe, wo ihr sagt, da kann ich auf keinen Fall mehr mit diesen Menschen zusammen sein? Das ist für mich definitiv ein Trennungsgrund. Schreibt es uns in die Kommentare, es wird uns sehr, sehr interessieren. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch schon mal direkt beginnen, ne? Beginnen mal. Ich habe hier erster Trennungsgrund. Oh Mann, ey, das hört sich schon so krank an. Freund steht auf Füße. Hallo, ich bin jetzt mit meinem Freund fast 9 Monate zusammen und hatten mal etwa vor 2 Wochen eine Pause. Das war eine verrückte Geschichte. Als ich noch nicht wusste, dass er auf meinen Füße steht, hat er immer meinen Fuß abgeleckt als Liebesbeweis. Ah, das ist ja voll ekelhaft. Während der Pause hatte er eine Phase, dass er dachte, er liebt mich nicht. Dann mussten wir im Sportunterricht unsere Schuhe ausziehen und er hat mir danach gesagt, dass er immer an diesen Liebesbeweis gedacht hat und dadurch gemerkt hat, dass er mich doch noch über alles liebt. Erstens, Frage, wenn man auf Füße steht, ist man dann von den Füßen der Person, die man liebt, mehr angezogen? Zweite Frage, die eventuell nur Fußfetische beantworten können, worauf stehen Fußfetische? Was macht sie richtig geil? Ich weiß schon vieles, aber könnt ihr vielleicht noch mehr verraten? Einfach alles, was ihr über diese Vorliebe wisst. Vielen Dank im Voraus. ich komme wirklich gerade nicht klar. Also, ist es ein Kompliment, wenn dein Mann deine Füße leckt? Müssen wir mal probieren. Lass mal du. Ich bin auch gewaschen. Oh mein Gott, also auf jeden Fall würde ich definitiv, wenn man so einen Mann hat. Ich nicht können. Du? Nee, nee, auf keinen Fall. Ich würde da auch direkt, das wird mich richtig verunsichern. Boah, wie viele Bakterien der auch im Mund haben muss, oder? Und dann kann man den auch den kannst du ja nicht verküssen. Nee. Du liegst so im Bett, ne? Und der kuschelt dann mit deinem Fuß und du guckst dann so Fuß. Also das ist richtig krass ekelhaft. Was? Ja. Also sind wir uns beide einig. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist auch richtig krass. Oh Lord Jesus, wait, let me see. Mein Freund zieht seine Mutter mir vor. Was soll ich tun? Hallo Leute, was soll ich sagen? Mein Freund, seit circa 7 Jahren zusammen, hat von seiner Mutter ein Bild in der Geldbörse, aber nicht von mir. Sie wohnt 5 Kilometer weg von uns und er ist mindestens 3 bis 4 Mal die Woche bei ihr und telefoniert wird täglich. Würde sie allein wohnen, würde ich es verstehen, aber sie wohnt bei seinem Bruder mit Frau und Kind. Als der Bruder im Krankenhaus war, lag im Koma, hat er sie für 6 Monate zu uns in eine 3-Zimmer-Wohnung geholt. Wir gehen beide den ganzen Tag arbeiten. Ich arbeite teilweise bis 21 Uhr, will abends meine Ruhe. Aber das ging nicht. Nee, also ich könnte das nicht. Also mit meiner eigenen Mama okay, aber mit der Schwiegermama und dann mit dem Freund oder mit dem Mann. Boah, ich bin gerade fassungslos. Ich komme gerade echt nicht auf den Gedanken klar. Ich meine, man soll ja seine Schwiegermama lieben, ne? So. Ja. Aber auf jeden Fall. Wenn er dir schon zeigt, dass er viel mehr durch sie angezogen ist, jetzt auch mit dem Foto im Portemonnaie, und sie viel öfter, also so besuchen geht, das ist ja nicht normal, nach Feierabend 3 bis 4 Mal die Mutter zu besuchen und sie überall dabei zu haben. Sogar wenn wir im Urlaub sind, ruft er sie mehrmals an. Ich habe so die Schnauze voll, ich bin kurz davor, meine Sachen zu packen und zu gehen. Ich kann das verstehen. Mich würde das genauso verunsichern. Ich weiß jetzt nicht, ob das für mich ein Trennungsgrund wäre. Weil wenn du deinen Mann oder deinen Freund liebst, kannst du ihm das vielleicht irgendwie ausreden, oder? Ich weiß es nicht, aber ich meine, es ist schwierig. Yvonne, wenn die überall dabei ist, überall und auch 6 Monate einfach bei euch wohnt in einer 3-Zimmer-Wohnung. Ja, das ist krass. Und stell dir vor, du hast Probleme mit denen, immer so Streitereien oder Krisen und er geht
mehrmals am Tag hin und ruft sie an und erzählt ihr alles. Das ist quasi, du fühlst fast schon eine Dreier. Vor allem, ich glaube, die Mutter ist dann auch ein bisschen eifersüchtig. Ich glaube, die will ihren Freund dann, oder ihren... Ihren Sohn. Ja, was? Ist ja schon wieder Freund, ja, ne? Nee, ihren Sohn dann immer so für sich haben, ne? Ich glaube, die will gar nicht, dass die Freundin oder die Frau so mit ihm so viel Zeit verbringt. Ja, ja, ja. Es ist meistens so. Es gibt auch diesen Film von J.Lo, das Schwiegermonster, ne? Die liebt eigentlich die Frau oder Verlobten vom eigenen Sohn, will das aber nicht wahrhaben, weil sie der Meinung ist, dass der Sohn ihr gehört, ne, und sie den behalten will. Ja. Und so sind die meisten. Die meisten, die dann bei dem Gedanken austicken, dass sie ihren Sohn verlieren könnten. Ne? Also, nee, ich sag ganz ehrlich, gesunde Liebe zur Mutter und zur Schwiegermutter ist super in Ordnung, ist auch ein Muss, finde ich, so gegenseitiger Respekt und Liebe. Aber wenn das so krass ist, dass sich die eigene Ehefrau, ja, dass sich die Ehefrau schon so vernachlässigt fühlt. Ich meine, wenn es der Schwiegermama mal schlecht geht, man muss die rüberholen für ein halbes Jahr, ist dann halt so. Ja, aber, klar, helfen muss man. Aber wenn das die ganze Zeit so durchgehend so ist, ne. Kommen wir zum nächsten Punkt. Zum dritten Punkt. Oh mein Gott, Popeln. Grund für Trennung. Hallo. Ich weiß, das Thema gehört nicht hierher, aber da hier so viele schreiben und sich vielleicht in meine Situation hineinversetzen können, wende ich mich an euch. Ich habe meinen Freund letztens beim Popeln erwischt und er hat ihn dann auch noch in den Mund gesteckt. Oh Gott, mir ist das so peinlich. Aha. Ich ekel mich jetzt total, ihn zu küssen und weise ihn des Öfteren ab. Boah, mir wird schlecht. Ich kotze gleich die Küsse aus. Ich liebe ihn und will mich nicht trennen. Wir sind jetzt seit fast 6 Jahren zusammen und das habe ich noch nie erlebt und hätte an sowas nicht im Traum gedacht. Wir haben auch ein gemeinsames Kind. Oh. Irgendwann fragt es mal, warum wir uns getrennt haben und ich soll sagen, weil dein Vater Popel ist? Das ist schwierig. Also ich würde ihn mal ansprechen und du... Oh mein Gott! Da bricht das Gefühl, dass mir gleich was hochkommt, ey. Nee, ich finde das auch total ekelhaft. Also dann würde ich ihm erstmal 3 so Zahnbürsten kaufen. Boah, ich finde das schon schlimm, wenn Kinder popeln, ne? Und essen, ne? Aber wenn das erstmal ein erwachsener Mann macht und dann noch dein Mann, den du küsst, mit dem du Intimität austauschst. Vor allem, stell mal vor, deine Freundin sieht das oder so. Oder deine Familie und dann... Oder, ey, ich finde es total peinlich. Okay, das ist dann wieder so, nicht mal so schlimm. Ich finde, wenn du das selber siehst, als Person, die eigentlich mit ihm so Intimitäten austauscht und so. Boah, nee, also, ich glaube, ich könnte ihn auch nicht mehr küssen. Ich meine, Popeln ist ja schon schlimm genug. Ich meine, glaube ich, 80% der Männer popeln auch allein schon beim Autofahren. Ich habe neulich auch einen Bekannten gesehen im Auto, der hat mich nicht gesehen, aber ich ihn. Und der war so richtig genüsslich am Popeln, Ivi. Oh. Das ist so richtig schlimm. So, kennst du das, wenn die das noch so zusammenrollen? Ja, aber ich glaube, denen schmeckt das. Ich glaube, die freuen sich so richtig, wenn die so morgens aufstehen, ne? Und da alles raus. Boah, neue Portion. Guten Appetit. Richtige Fundgrube. Also, könntet ihr mit dem zusammen sein, wenn er Popel ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, schreibt es mal bitte. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Also, Popel tut jeder Mann, das machen jetzt viele Männer. 80% der Männer. Aber Popel essen ist für mich really ein No-Go. Nächster Punkt. Mein Freund ist extrem geizig. Was kann ich tun? Boah. Ich bin mit meinem Freund seit mehr als 2 Jahren zusammen. Nun ziehe ich zu ihm, 230 Kilometer von meinem Haus entfernt. Er ist seit ein paar Monaten Diplom-Ingenieur. Er verdient also auch noch richtig gut. Und er möchte, dass ich ihm Benzingeld gebe. Es ist sein Auto. Er wird damit in die Arbeit fahren. Einkaufen werden wir gemeinsam. Und er sagte, soll ich was dazu beitragen. Auch wenn ich mir ein 3 bis 5 Euro ausleihe, will er die sofort zurückhaben. Ich weiß es nicht weiter. Denk nur, ich so oder ist das schon extrem, was er macht? Ich könnte noch 1000 Beispiele nennen. Aber Dankeschön fürs Lesen. Nee. Nee, sorry, also wenn man schon 3 bis 4 Euro wieder zurückgeben muss, der kann sich ja direkt so eine Liste machen. Ja, hier Montag 50 Cent, Dienstag 20 Cent. Er geht gar nicht. Nee. Nee. Ich finde auch, wenn man einen Typen kennenlernt, ein erstes Date mit ihm hat, dann ist das ein Muss, dass er bezahlt. Er muss bezahlen. Er muss damit beweisen, dass er bereit fürs Date mit euch ist. Und ihr müsst euch so viel wert sein, dass ihr denken müsst, okay, er muss dafür jetzt blechen. Ist einfach so. Ja. Also er muss locker beim ersten Date, das ist ein Muss. Und wenn man sich auch noch öfters trifft und noch nicht zusammen ist, finde ich, auch da ist es noch ein Muss. Wenn man zusammenkommt, dann kann man die Frau bezahlen. Aber ich finde, der Mann sollte trotzdem
so das meiste bezahlen, weil ich bin halt noch so altmodisch eingestellt. Egal, nächster Punkt, komm. Ja, mein Freund putzt seine Zähne nicht. Was tun? Hallo, mein Freund hat ein echtes Problem damit, sich regelmäßig die Zähne zu putzen. Ich darf ihn längst nicht mehr darauf ansprechen. Er reagiert dann immer total beleidigt. Er wird dann richtig böse, was ich auch irgendwie verstehen kann. Ich wäre auch total peinlich berührt, würde jemals jemand hygienische Mängel an mir feststellen. Doch wenn es hochkommt, putzt er sich die Zähne nur ein bis zweimal die Woche. Was? Kein Witz. Ich habe versucht, diese Tatsache zu verdrängen, weil ich ja scheinbar nichts dagegen tun kann. Doch seit 2 bis 3 Monaten klafft in einem seiner gut sichtbaren seitlichen Zähne ein großes schwarzes Loch. Oh mein Gott. Was mich einfach nur anekelt. Ich mag nicht mehr, wenn er lächelt oder lacht. Ich mag ihn längst nicht mehr küssen. Wir küssen eigentlich nie. Das ist schon fast so schlimm wie der Popel. Oh mein Gott, das ist schlimmer. Tut mir leid, Leute, esst lieber Popel, aber putzt euch die Zähne. Oh mein Gott. Ich finde, es ist ein richtiger No-Go, wenn Menschen sich gehen lassen. Das geht nicht. Also putzt dir deine Zähne. Vor allen Dingen, das Lächeln, ne, ist die Visitenkarte eines Menschen. Ja. Und, nee, man küsst sich doch auch in einer Beziehung. Geht nicht. Geht nicht. Nee. Das geht echt nicht. Mag ich auch nicht. Okay, meine Lieben, das waren die 5 absurden Trennungsgründe, wobei ich kann die Frauen, die einen oder anderen, verstehen. Wenn euch das gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, was für euch Trennungsgründe wären, liked das Video, teilt es mit euren Freunden und schaut in die Infobox, denn da findet ihr den 2. Teil auf Yvonnes Kanal. Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt mit mir und Yvonne, schreibt es in die Kommentare und hiermit abonniere ich Shinedu David vom Shinedu David Kanal. Die Crazy Tan gehen an dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.